willkommen im neuen Video Good Life Vans 2023. Wir haben euch zweimal den Good Life Van Pure Plus mitgebracht. Das Plus bezieht sich auf das Aufstelldach. Wir haben hier unsere klassische Zweisitzer-Version und da drüben seht ihr ganz neu den Drei- und Viersitzer. Kinder schlafen oben, Erwachsene unten. Ja, unser Ausbaukonzept für die, die es noch nicht kennen, das bedeutet maximaler Luxus, maximaler Komfort. Dieses Fahrzeug hier ist unter 2 Meter Fahrzeughöhe, hat 4,89 Meter Länge und ist damit voll alltagstauglich. Das absolute Highlight in unserem Ausbaukonzept ist die große Wohnküche und das Luxusbett. 1,60 Meter auf 2 Meter, durchgängiger Lattenrost, Tellerfedern und eine unsegmentierte Matratze. Ja, das alles erwartet euch in diesem Video und natürlich viele, viele Kleinigkeiten, die wir auch dieses Jahr für euch verbessert haben. Wir sitzen jetzt im Good Life Van Pure Plus mit 3 Sitzen. Dafür wurde die Sitzbank zusammengeklappt, der Sitz hier eingesetzt und ihr seht hier unten die Sitzschiene. Das heißt, dieser Sitz ist frei einsetzbar. Und man kann auch 2 Sitze einsetzen, dann wird es zum 4-Sitzer. Die Sitze dürfen sowohl in Fahrtrichtung als auch gegen die Fahrtrichtung eingesetzt werden. Bei den Sitzen ist es so, dass die eine Sitzaufnahme haben. Die ist momentan mittig verbaut und die kann sowohl links als auch rechts ummontiert werden. Und das bewirkt, dass der vordere Sitz vor den Kühlschrank gerückt werden kann, sodass dann derjenige, der da sitzt, auch seine Beine in den Mittelgang ausstrecken kann. Im Alltag zu dritt ist das hier die perfekte Lösung. Man muss nichts ausbauen. Wenn man mehr Platz will, dann kann man die Toilettenbox rausnehmen. Die ist mit 4 Schrauben in der Bodenplatte befestigt. Das ist also wirklich eine Sache von wenigen Minuten. Und dann hat man im Alltag hier natürlich noch viel mehr Variationsspielräume für den zweiten Sitz. Wenn ihr das System in eurem eigenen Bus verbaut, der bereits über einen Einzelsitz verfügt, dann können wir den vorderen Teil der Bodenplatte herausnehmbar machen und ihr könnt im Alltag euren dritten Sitz nutzen. Ich sitze jetzt auf unserem sogenannten Magic Board. Dieses Brett hier hat 2 Funktionen. Einmal sorgt es für diesen Quersitz, dass man in Fahrtrichtung sitzen kann. Abends, wenn man zusammen ist, die Beine hochlegen kann, sich großzügig gegenüber sitzt. Und das Magic Board dient auch als Rückenlehne, wenn man zusammen am Tisch sitzt. Das mit eines der großen Besonderheiten bei unserem Konzept ist die Allwettertauglichkeit und die Ganzjahrestauglichkeit. Allwettertauglichkeit bedeutet, man kann komplett im Innenraum das Bett machen, kann kochen und essen bei geschlossenen Türen und geschlossenen Fenstern. Das heißt, bei schlechtem Wetter, bei Regen, bei niedrigen Temperaturen, das geht alles im Innenraum. Und bei gutem Wetter, klar, dann macht man die Heckklappe auf. Wir können den Kocher auch rausziehen. Man kann den Tisch außen befestigen und kann dann im Stehen draußen kochen. Wir haben hier wahrscheinlich wie in keinem anderen Konzept Ablagefläche. Das heißt, man kann sich hier richtig breit machen. Wir haben darauf geachtet, dass wir ein großes Edelstahlspülbecken haben, wo auch wirklich ein Nudelsieb reinpasst. Das sind genau die Kleinigkeiten, wo es sich bei den meisten erst in der Praxis rausstellt, was wirklich sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist, was funktioniert. Wir haben hier drunter den Kocher verbaut. Das ist gleichzeitig hier der Spritzschutz, den zweiflammigen Primus-Kocher. Und wie gesagt, er kann sowohl jetzt hier genutzt werden als auch draußen. Jetzt sagen viele, ja, bei euch muss man ja im Sitzen kochen. Naja, ich glaube, der Punkt ist, man darf im Sitzen kochen. Ich finde das hier relativ komfortabel. Vor allen Dingen, wenn hier noch der Tisch ist, dann hat man ja noch mal mehr Ablagefläche. Und das Entscheidende oder der entscheidende Unterschied zu anderen Ausbaukonzepten ist der, dass ich gerade vor dem Waschbecken sitze. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier arbeite, ist das im Prinzip sehr komfortabel. Wenn das Aufstelldach hoch ist, habe ich oben auch noch etwas mehr Kopffreiheit. Und bei anderen Ausbaukonzepten ist es ja so, dass man in diese Richtung sitzt, während man in diese Richtung arbeiten muss. Naja, und das ist natürlich so, dass das in kürzester Zeit sich für die Wirbelsäule relativ unkomfortabel anfühlt. Dieser ganze Küchenblock ist natürlich nutzbar. Wir haben hier Stauraum,
Soft Close. Wir haben hier Stauraum für Töpfe und für Schüsseln. Auch hier sieht man mal ganz schön die Qualität, in der wir arbeiten. Das ist also 16,6 mm Birke Multiplex mit einer HPL-Beschichtung. Wir haben richtige Scharniere hier eingefräst und ja, das ist also wirkliche Schreinerqualität. Auch hier mit Soft Close. Das verriegelt man für die Fahrt. Hier unten drunter ist der Kühlschrankkompressor. Hier hinten dran sind die Wassertanks und die Außendusche. Das schauen wir uns gleich von hinten an. Hier vorne haben wir den 42 Liter Kompressor-Kühlschrank. Ein großer Kühlschrank. Und in diesem Kühlschrank, wenn man dieses Teil hier rausmacht, passen sogar 1,5 Liter Getränkeflaschen. Nochmal zum Thema Stauraum. Bei uns sind die Möbel etwas anders angeordnet wie traditionell und das gibt uns natürlich ganz neue Möglichkeiten, was den Stauraum angeht. Auf unserer Webseite findet ihr eine Tabelle, die unseren Stauraum mit dem klassischen VW California Konzept vergleicht. Um es kurz zu machen, wir sind überall deutlich besser. Wir haben kompletten Stauraum hier unter der Sitzbank. Wir haben hier hinten im Küchenblock Stauraum. Wir haben die ganze Seitenlänge hinter dieser Küchenrückwand, wo sich unser Luxusbett befindet sich außer dem Stauraum zum Beispiel für die Bettwäsche. Und eines der Dinge, die für unsere Kunden ganz wichtig ist, ist die Nutzung der Toilette. Wir haben vorne unsere Box mit der Toilette drin und die kann sowohl bei Tag als auch bei Nacht genutzt werden. Wie bei keinem anderen Ausbaukonzept lässt unser flexibler Mittelgang diverse Nutzungsmöglichkeiten zu. Man kann also die Sitzbank zusammenklappen, erhält einen breiten Mittelgang und die Fahrräder bis zu 2 Stück stehen natürlich exemplarisch für alle möglichen Sportgeräte. Wir haben Kunden, die Paragliding machen, die tauchen, die golfen. All das findet hier seinen Platz. Das hier ist mein mobiles Office. Ich bin sehr viel mit dem Bus alleine unterwegs und brauche einen komfortablen Arbeitsplatz. Das Schöne hier, der Tisch ist frei schwenkbar. Das heißt, man kann den jederzeit auch zur Seite klappen, kann hier durchlaufen. Man kann den Tisch in der Höhe einstellen und zusammen mit diesem umgedrehten Beifahrersitz, den ich natürlich auch hin und her fahren kann. Moment, hier beim VW ist der Hebel ja hier. Ja, kann ich also meine Sitzposition verändern und ich habe wirklich im Prinzip den Sitzkomfort, wie man es zu Hause vom Büro aus kennt. Natürlich, wenn das Aufstelldach aufgeklappt ist, kann der Tisch auf Stehhöhe hochgeklappt werden und wir haben hier eigentlich unsere klassische Frühstücks-Mittagessenssituation. Das heißt, hier an diesem Tisch kann man wunderbar zu zweit essen. Wenn man jetzt zu dritt unterwegs ist, würde man auch hier noch den Fahrersitz drehen, kann also dann auch dementsprechend den Tisch hier beidrehen, kann hier zu dritt an diesem Tisch essen. Bei gutem Wetter wird der Tisch außen festgemacht und auch in beiden Positionen, also einmal als Stehtisch und einmal in der Höhe, dass man mit den Campingstühlen sich außen an das Fahrzeug setzen kann. Wir kommen zum magischen Teil, nämlich unser Bett. Das Bett verbirgt sich tagsüber hinter der Küchenrückwand und alles, was wir tun, ist, wir fassen hier rein, ziehen an diesem Hebel, das Bett fährt rüber und klappt sich um. Soweit, so gut. Wir sehen jetzt auch eines der neuen Highlights 2023. Wir haben hier nämlich mal eine Packtasche zusätzlich verbaut. Wir bekommen immer wieder die Frage, ob diese Taschen mit unserem System kompatibel sind. Die Antwort ist ja. Um das Bett zu machen, müssen hier natürlich diese Clips gelöst werden. Die Matratze wird dann hier aufgefaltet und jetzt, wenn du mal etwas näher kommst, sehen wir hier diese kleine Aluminiumleiste. Und diese Aluminiumleiste, die hält die Matratze, wenn sie senkrecht gestellt ist. Die ist dann bündig. Hier haben wir das Fach drin, hier unten, ich tauche da mal rein. Da passt also die komplette Bettwäsche rein. Wir haben hier also Schlafsack, Kopfkissen und dann können wir auch schon das Bett machen, indem man das Ganze hier rüberzieht. Ja, der Sitz hier wiegt 22 Kilo. Es ist einer der leichtesten Sitze auf dem Markt. Aber ganz ehrlich, 22 Kilo sind immer noch 22 Kilo. Wir haben hier, liefern diesen Filzkleider mit. Das heißt, man setzt den Sitz hier auf. Unten haben wir nochmal Aluminiumprofile. Und dann kann man den hier einfach reinschieben.
sodass er sicher für die Nacht verstaut ist. Also auch hier wieder, ja, es ist ein gewisser Aufwand, den Sitz raustun, zusammenfalten, hier wieder reintun. Aber ich glaube, wenn man dann hier auf diesem Luxusbett nächtigen kann, wirklich großzügig Platz für zwei Erwachsene. Die Kinder toben oben im Aufstelldach rum. Und also ich bin immer wieder begeistert, weil man sich immer wieder bewusst machen muss, dass dieses Fahrzeug zu 100% alltagstauglich ist, mit seiner kompakten Größe. Der besondere Ehemann macht morgens hier seiner Frau den Espresso. Das funktioniert also auch, wenn das Bett gemacht ist. Und man kann auch direkt hingehen und kann, hier unten ist die Außendusche verbaut. Man sieht hier unten die Frischwasser- und Abwasserkanister. Wir haben jetzt hier noch ein paar zusätzliche Gaskartuschen dabei. Und hier kann man die Dusche aktivieren. Das Magic Board, was wir tagsüber als Sitz oder als Rückenlehne nutzen, kann hier eingeklipst werden. Und hinter dieser Wand befindet sich der komplette Stauraum für Campingstühle, Wagenheber, Verbandskasten, Ausgleichskeile. Das heißt, sobald man das hier rausnimmt, kann man das hier alles verstauen. Vorne kommt die Bettwäsche rein, das haben wir vorhin schon gesehen. Und diese Packtasche hier kann auch auf der gegenüberliegenden Seite untergebracht werden. Also das ist wirklich unglaublich viel an Stauraummöglichkeiten. Und das ist unser Good Life Van Pure Plus. Das Thema nachts auf die Toilette gehen, ganz großes Thema für unsere Kunden. Und auch hier zeige ich noch mal kurz die einseitige Bettkürzung. Hier ist die rechte Hälfte 1,86 Meter lang. Und diese 14 cm, die wir hier sparen, das ist genau den Gewinn, den wir hier in dem vorderen Bereich bekommen. Das Bett übrigens fühlt sich sowieso länger an, als es ist. Das liegt daran, dass die Brüstung von der Heckklappe genau bündig mit der Oberfläche vom Bett konstruiert ist. Das heißt, wenn man mit den Füßen in diese Richtung schläft oder auch mit dem Kopf, hat man zusätzlich zu diesen 2 Metern nochmal zwischen 8 und 12 cm mehr Länge, bevor die Glasscheibe kommt. Die Toilette ist hier unten drin. Man zieht die hier raus und dreht die dann in diese Richtung. So, jetzt habe ich mal die Tür zugemacht. Es muss mir ja nicht jeder beim Toilettengang zuschauen. Also man hat hier gerade mit dieser Bettkürzung wunderbar Platz. Diesen Pure Plus liefern wir natürlich hier auch nochmal mit einem Vorhang aus. Das heißt, dass auch hier von außen niemand reinschauen kann. Und man sieht das hier von den Beinen her, dass man genug Bewegungsfreiheit hat. Kommt hier noch an sein Gepäck dran, kommt an den Kühlschrank dran und hat hier das große Luxusbett. Ich zeige hier auch noch mal ganz schnell, wenn wir schon hier sind, den Aufbau von dem Bett. Wir haben einen durchgängigen Lattenrost über die komplette Fläche. Wir haben durchgängig Tellerfedern über die komplette Fläche. In diese Tellerfedern können Klipse eingesetzt werden, um verschiedene harte Schlafzonen zu schaffen. Hier haben wir unsere Luxusmatratze, die ist dreilagig aufgebaut. Ja, und man sieht das selbst, wie großzügig das Ganze ist. Das Tolle an dem Pure Plus ist das Aufstelldach, weil ich kann jetzt ganz normal hier auch aufstehen. Ich hoffe, dass mich die Kamera noch sieht. Und man sieht eigentlich auch mal hier schön, ich bin 1,83 Meter groß, welche Möglichkeiten man hat, sich hier frei zu bewegen, sich aufs Bett zu setzen, sich auszuziehen, ein Buch zu lesen. Also das schafft einfach nochmal wesentlich mehr Komfort. Nachteil vom Aufstelldach ist natürlich, dass man sich so, wie wir das jetzt hier haben, nicht überall hinstellen kann. Also für Leute, die auf den Campingplatz gehen oder in Ländern unterwegs sind, wo das erlaubt ist, ist das eine wirklich eine ganz tolle Option. Und für Leute, die viel in Deutschland unterwegs sind, inkognito unterwegs sein wollen, empfiehlt es sich, auf das Aufstelldach zu verzichten. Natürlich hat man dann hier nicht mehr die Sitzhöhe. Das seht ihr in den anderen Videos. Aber man hat ein komplett quasi unsichtbares Fahrzeug, wo man überall übernachten kann. Man kann hier dieses Magic Board raustun. Und dann seht ihr, haben wir hier einen von den großen Campingstühlen drin. Den hole ich gerade mal kurz raus. Und
will euch den auch mal zeigen. Wir haben zwar auch ein eigenes Video gemacht, wo wir die ganzen Campingstühle und auch einen großen Campingtisch präsentiert haben. Weil ihr kennt vielleicht auch das andere Video, wo wir diese kleinen Campingstühle haben. So. Und dieser Stuhl ist natürlich deutlich komfortabler wie die kleinen Stühle, die ich schon in den anderen Videos gezeigt haben. Trotzdem mag ich die kleinen Stühle, weil man sie auch in seinen Rucksack mitnehmen kann oder auch in eine Strandtasche und man dadurch natürlich nochmal mehr Flexibilität hat mit so einem großen Stuhl. Andererseits, wenn man einen harten Tag gehabt hat und sitzt abends noch gemütlich zusammen, dann spricht natürlich schon einiges für sich, dass man dann doch auch sich einen etwas komfortableren Stuhl gönnt. Und genau hier habt ihr gesehen, ist der Stauraum dafür. Selbstverständlich wird unser Pure Plus auch fachgerecht isoliert. Wir unterscheiden zwischen einer Schallisolierung, einer Wärmeisolierung und ganz zum Abschluss wird das Ganze gefilzt. Das können wir natürlich auch bei eurem Bus für euch durchführen. Und unsere Pure Plus Busse sind natürlich auch mit entsprechender Elektrik ausgestattet. Also Zweitbatterie, Luftstandheizung, Landstromanschluss, Solaranlage, Wechselrichter. Das können wir alles frei nach euren Wünschen gestalten.